Stefan. Der Vortrag ist auf Deutsch, deswegen ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie die Hälfte den Raum verlässt oder so. Noch nicht der Fall. Jo, ich freue mich, dass alle hier sind und dass auch bei dem für so eine Messe, wo es eigentlich um Bits und Bytes geht, wo es hier um PS geht, dass doch noch viele Leute das interessant finden. Also erstmal vielen Dank, dass ihr seid. Hey, herzlich willkommen. Kurz zu mir. Ich bin der Klaus, gebürtig aus Köln eigentlich, habe aber Stationen in Bonn, Berlin und mehrere Jahre in Peking verbracht, habe dann auch noch ein paar Jahre on-off Berlin-Tokio gearbeitet und habe da immer im Marketing gearbeitet, habe auch die größte Zeit für Automobilkonzerne eigentlich gearbeitet, viel im Bereich Markenstrategie, Marketing Experience. Ich bin Asienwissenschaftler, das habe ich erstmalig studiert, dann habe ich noch ein BWL-Studium gemacht und jetzt hoffentlich in einem Jahr ungefähr bin ich auch noch Wirtschaftspsychologe, also sehe immer zu, dass es bei mir nicht langweilig wird. Genug von mir und zu Heyka. Heyka ist ein sogenanntes Corporate Startup und zwar wurde es gegründet 2017 von Volkswagen Financial Services und Daimler und der Kerngedanke war der, den Gebrauchtwagenmarkt erstmalig so wirklich zu digitalisieren, ja, und da aber auch nicht nur aus einem analogen Prozess einen digitalen Prozess zu machen, sondern wirklich sozusagen die besten Händler, die besten Autos, die vertrauenswürdigsten zusammenzubringen und da quasi etwas daraus zu machen, das mehr ist als die Summe der Teile. Heute sind wir schon über 500 Leute. Es gibt Heyka nicht nur in Deutschland. Wir sitzen im Wedding in der Müllerstraße, falls jemand mal vorbeikommen möchte, sondern es gibt uns auch in England, in Frankreich, in Spanien, in den Niederlanden und in den nächsten Jahren auch noch in ein paar mehr europäischen Märkten. Unsere Mission ist es quasi, ich hatte schon gesagt, diesen vollkommen digitalen und vernetzten Automotive Lifecycle zu gestalten, wo wirklich alle von profitieren. Das bedeutet, wir bringen nicht nur die OEMs, die Händler, sondern auch die Captives, die Banken, die Versicherungen und so weiter, alle zusammen quasi, um dem Kunden in so eine Art One-Stop-Shop das beste Erlebnis zu bringen. Und ich weiß, dass hier noch E-Commerce und Auto-E-Commerce ist noch so ein bisschen neu. Deswegen ist auch das Thema Autokauf per Mausklick, wie man durch Customer Experience Management Vertrauen schafft, weil das ist, wie ihr hoffentlich dann gleich nächsten Slides erfahren werdet, eines der wichtigsten Themen bei der ganzen Sache. Bevor ich sozusagen zu den Learnings komme, die wir in den letzten Jahren so ein bisschen durch unsere tägliche Arbeit erhalten haben, würde ich euch mal ganz kurz ein bisschen was über so drei Slides über den Markt einfach erzählen. Ja, das Wichtigste ist, der Markt ist E-Commerce natürlich typisch noch gar nicht so alt, hat angefangen so Ende der 90er mobile Autoscout, aber wie ihr seht, gerade in den letzten 3, 4, 5 Jahren ist es explodiert einfach. Ja, da hat die Digitalisierung richtig Fahrt aufgenommen, richtig viele neue Marken am Start. Da hat auch das Thema Classifieds, also was ihr so von Autoscout kennt, Händler stellen ihr Auto rein, wie eine Art Werbeanzeige, Leute sehen es ja und verdienen quasi an der Werbeanzeige, hat sich dann gewendet und es ist auch wirklich der Online-Verkauf dazugekommen. Also wirklich komplett, ich kann von meinem Sofa aus meinen Neuwagen, meinen Gebrauchtwagen bestellen. Jetzt hatte ich schon gesagt, viele neue Marken. Neue Marken bedeutet auch, die kennt keiner. Da hat man noch kein Vertrauen aufgebaut, die haben keine Brand Awareness, da weiß man nicht, wofür die stehen, ist das überhaupt ein sicheres Geschäft? Und sicheres Geschäft ist der zweite große Unterschied sozusagen zum klassischen E-Commerce, wie ihr ihn sehr, sehr, sehr gut kennt. Das sind jetzt die Zahlen von 2020, also werden durch Corona noch mal ein bisschen nach oben gegangen sein, schätze ich mal. Aber der durchschnittliche Deutsche shoppt im Jahr so für 750 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, 1000 Euro online. Ja? Und im Schnitt bestellen Deutsche auch 24 Mal online im Jahr. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, das sieht beim Autokauf ein bisschen anders aus. Und zwar unser Warenkorbwert beträgt im Schnitt 17.000 Euro. Und das ist nämlich der Durchschnittspreis für ein Auto, das bei uns online gekauft wird. Also Warenkorbgröße, was anderes. Naja, und 24 Mal im Jahr online. Wir sehen unsere Kunden im Schnitt einmal alle 7 Jahre. Was bedeutet das? Zum ersten Mal ist es eine riesige psychologische Hürde überhaupt, jemanden dazu zu bringen, 17.000 Euro online zu überweisen. Zu einer Marke, die er vielleicht noch gar nicht so kennt, ja, wo er erstmal einen Vertrauensvorschuss geben muss. Ja, also eine große psychologische Hürde. Und das zweite ist Conversion. Weil also wenn ihr es nicht schafft, den Kunden bei euch kaufen zu lassen, seht ihr in den ersten 7 Jahren wieder. Es ist nicht so, dass ich dann nächste Woche noch eine Chance kriege oder sonst was, sondern wenn der Kunde, die Kundin einmal weg ist, dann dauert es echt ein paar Jahre, bis sie wieder da sind. Zum Thema Vertrauen. Ich hatte witzigerweise vorhin, hatten wir einen Flyer bekommen, wo drauf stand Retourenprozess, Fragezeichen. Ich glaube, Retourenprozess muss ich euch nicht so erzählen. 92% für der Käufer ist das ein elementares Ding. Also zu wissen, wenn mir der Schuh nicht passt, das Hemd zu klein ist oder sonst irgendwas, kann ich es wieder zurückschicken.
Kurze Frage, wer von euch hat schon mal ein Auto gekauft und zurückgeschickt hier im Raum? Noch keine Hand hoch. Also, es ist ein unsicheres Thema. Funktioniert das überhaupt? Ja? Kriege ich mein Geld zurück? Ja? An wen muss ich mich da wenden? Also auch eine Sache, die sehr, sehr, sehr viel Vertrauen braucht, das einfach mal zu machen. Kurz zusammengefasst, neuer Markt, größtenteils unbekannte Player, High-Involvement-Produkt, also mit dem Auto, da setze ich mich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr auseinander als, okay, Sneaker ist vielleicht ein falsches Thema, da gibt es ja auch die Aficionados, aber ein Thema, wo ich mich mit Wochen oder vielleicht monatlich beschäftige. Und das letzte Thema, hohe Unsicherheit der Kunden, fehlende Erfahrung, ja, vor allem bei Retouren. Und jetzt kommt das Lustige, das multiplizieren wir jetzt nochmal mit Gebrauchtwagen. Also wir reden ja nicht über Neuwagen. Wir reden nicht darüber, hey, das kaufe ich jetzt irgendwie bei Mercedes oder so, auch von der Webseite und das ist, sondern wir reden über Gebrauchtwagen. Da saß jemand drin, das hat jemand gefahren, wir wissen es nicht. Und da ist natürlich klar, da kommen Fragen auf, ja. Ist der Tacho gefälscht? Ist das richtig so? Ja? Hatte das Auto einen Unfall vorher? Ja? Wer hat es vorher besessen und gefahren? Wie ist der damit umgegangen? Ja? Also können jetzt keine Stereotypen, so 18 Jahre und auch mal gerne den Motor ein bisschen höher ausgefahren oder gut gepflegt. Und der letzte Punkt, Subjektivität. Wir verkaufen Gebrauchtwagen. Jeder hat, der vielleicht hier mal einen Gebrauchtwagen gekauft hat, sehen, da gibt es mal einen Kratzer, da gibt es mal eine Macke, da geht irgendwie mal ein bisschen der Lack ab. Ganz normal, nur halt die subjektive Wahrnehmung, was ein kleiner Kratzer ist, ja, die ist natürlich komplett unterschiedlich. So, also Vertrauen ist ein wichtiger Faktor dabei, Vorschussvertrauen sozusagen, das wir dann einlösen müssen als Marke. Und deswegen werde ich jetzt so 5 Punkte euch mal erzählen. Das sind jetzt nicht die Hypothesen, so 5 things you need to do, sondern das sind einfach so Sachen, die haben wir aus unserer jahrelangen Erfahrung sozusagen, haben wir gelernt, haben wir auch häufiger mal gefailt und die würde ich jetzt einfach gerne mal kurz mit euch teilen. Erster Punkt ist der, Emotionalität ist gut, Klarheit ist noch besser. Warum? Das ist wunderschöne und auch gute, die aktuellsten Spots unserer direkten Wettbewerber. Das ist mal der Auto voller Himmel. Da geht's weiter, da fährt man Auto durch den Dschungel. Ja. Also die appellieren sehr an Emotionen. Ja. Die appellieren sehr an Selbstverwirklichung. Es ist dein Auto, du drückst dich darüber aus. Haben wir mal versucht, hat leider nicht funktioniert für uns. Überhaupt nicht. Ja. Wir haben festgestellt, den Leuten ist Klarheit über das Auto. Ja. Wie ist der Zustand? Wie sieht das aus? Ja. Wer hat es besessen? Ist bedeutend wichtiger als Emotionalität. Wie haben wir das herausgefunden? Natürlich erstmal durch ein bisschen Fail, ja, indem man gemerkt hat, okay, der Spot ist vielleicht hat nicht so die Resonanz, wie wir uns gedacht haben. Aber die Empfehlung, die wir halt sagen kann, als neuer Player testen, optimieren, testen, optimieren. Bei uns gibt es einen Satz, den hat mein Chef geprägt. Es verlässt nichts das Haus, was vorher nicht getestet wurde. Ja? Und das ist ein sehr guter Satz. Ja? Wie machen wir das gerade bei TV? Wir machen Werbemittel-Pre-Tests. Ja? Oder andersrum, wir starten vorher erst mit den Learnings, die wir aus allen letzten Spots geredet haben. Von Delivery Hero gab es gerade einen Vortrag, wo was Ähnliches gesprochen wurde. Wo sitzt das Logo? Wie lange kommt die Message rüber? Ultra wichtiges Thema. Ja? Dann machen wir TV-to-Web-Tracking. Das bedeutet, wir können sehen, wann, wo unser Spot on Air war und schauen dann, was war auf unserem Server los. Ja, wir haben einen Algorithmus, der berechnet den Server, also der zieht die normale Last ab und dann sehen wir relativ genau, okay, der Spot 20 Uhr RTL, Wer wird Millionär, hat uns so und so viel Traffic gebracht versus auf einem kleineren Sender vielleicht weniger. Dazu machen wir noch viel, viel mehr Sachen. Wir tracken wöchentlich unsere Brand Awareness natürlich, sind wir bekannt. Wir tracken unsere Consideration, sind wir relevant für die Leute. Wir machen Ad-Hoc-Tests, wenn wir zum Beispiel mal einen neuen Claim testen wollen, ja, weil sich unser Produkt weiterentwickelt hat. Machen wir Messaging-Tests, Claim-Tests und so weiter. Und ich glaube, unser neuestes Lieblingstool, Google Ad-Server auf unserer Seite, wo wir wirklich sehen können, welche Botschaften. Und ihr könnt es hier sehen, ne, reduziert, also es ist alles das gleiche sozusagen Angebot, ja. Aber wir testen einmal mit dem Satz reduzierte Autos, 10.000 Euro Rabatt auf E-Autos und 25% Rabatt. Und wir können genau sehen, was resoniert mit den Leuten am meisten. Was ist für sie am relevantesten? Sind es Geldbeträge, sind es Streichpreise, sind es Rabattierungen? Ja? Ist es vielleicht auch ein witziger Satz dann mal? Das ist für uns sozusagen die Basis von allem, was wir machen. Zweite Learning ist, weil hier so viele junge, digitale, innovative Unternehmen am Start sind. Neu ist gut. Wir haben festgestellt, alt und vertraut ist besser.
für die E-Commercer hier, vielleicht, falls sich jemand mal überlegt, ich fange jetzt auch nochmal an, Autos online zu verkaufen, das Gute ist, ihr könnt euer Wissen relativ gut applizieren. Es funktioniert relativ ähnlich. 70-80% der Leute legen Wert auf Sicherheitszertifikate, also die klassischen Trustpilot und so weiter. Kundenversprechen, Kundenerfahrungen, Kundenbewertungen, also Testimonials, ja. Und das haben wir für uns übersetzt, TÜV-Berichte, ja. TÜV-Bericht kann mal so 20 Seiten lang sein, unglaublich detailliert, wie so eine schöne Excel-Tapete. 98% der Kunden schauen sich das an, weil da siehst du wirklich alles drin. Ja, da siehst du jeden Kratzer, unglaublich informativ, und dadurch kannst du dich mit diesem Auto, diesem Gebrauchtwagen, den du kaufst, so ein bisschen aufwärmen. Das heißt, kannst du es gut einschätzen. Ja. Dann chip.de achten wir gerade, Trustpilot arbeiten wir mit, gerade sprechen wir auch mit dem TÜV. TÜV Süd für so eine Kundenzufriedenheitszertifizierung. Also ich will nicht sagen, packt drauf, was geht, ja, aber was ihr kennt, ne, Vertrauenssiegel ist ein unglaublich wichtiges Thema, muss sehr präsent sein, gerade so Customer Journey entlang der Conversion, super wichtig, kann man eigentlich nicht genug spielen. Kurzer Test. Das ist die Datenmaske, wo der Kunde dann seine Daten einträgt, wenn er sich für ein Auto interessiert. Ja? Jetzt mal eine Frage an euch, ist jetzt ein bisschen frierig, weil es ein bisschen pixelig. Welches der beiden Formulare hat besser funktioniert? Links oder rechts? Ich sehe schon, die meisten ersten zeigen auf rechts. Absolut richtig. Warum? Weil da das Volkswagen-Logo ist, Volkswagen Financial Services. Und wir haben Befragungen gemacht, 100% in Umfragen, 100% der befragten Nutzer sagen, ich würde eher rechts klicken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Abgaskrise und so weiter. Nein, dieses Urvertrauen in die Stabilität dieser Konzerne und in ihre Leistungen, ihre Ingenieurskenntnisse ist unerschüttert und funktioniert bei der Conversion. Gerade wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich muss hier jemanden in mein Konto schauen lassen, damit geprüft wird, ne, bin ich finanziell liquide, hilft sowas ungemein. Kann man nicht machen, weil die haben natürlich auch schon ein riesiges Vertrauen in sich. Wir als neue Marke haben das nicht. Aber wir können davon absolut profitieren. Nächster Punkt. Vorfreude ist gut. Vorfreude managen oder Wartezeit überbrücken ist noch besser. Wir haben so ein kleines Problem bei uns. Und das Problem ist, die meisten oder in Deutschland immer noch Vielzahl der Autos werden von älteren Leuten gekauft, also älter im Sinne von 50, 60, so weiter. Ja, die haben aber noch niemals ein Auto online gekauft oder vielleicht noch nicht so viel online gekauft. Dann haben wir die jüngeren Leute, die schon viel online geshoppt haben, aber die noch nie ein Auto gekauft haben. Ja, also wir haben so ein bisschen so eine Schere, die auseinandergeht. Die einen haben Autos gekauft, keine Online-Erfahrung versus Online-Erfahrung, aber keine Autos gekauft. So. Und das Schöne ist, dass wir die mit diesem einfachen Ding, also einfach eine physische Karte, schön aufbereitet, designt, ja, die schicken wir denen nach dem Kauf zu und sagen, hey, erstmal super, dass du hier gekauft hast, logisch, aber guck mal, das wird in den nächsten Tagen mit deinem Auto passieren. Da wird's gewaschen, da wird's gereinigt, da wird's gecheckt, ja, da wird der Motor geprüft, ne? Da geht's in die Online-Anmeldung. Also wir haben so eine schöne Journey für den Kunden gebastelt, so, und dann steht das Auto bei dir vor der Tür, hat den tollen Effekt. Leute, die noch nie ein Auto gekauft haben, fühlen sich sicher, ja. Und Leute, die noch nie online gekauft haben, merken, oh ja, die Firma ist ja real, ja. Da ist was Physisches, und da komme ich gleich zu, funktioniert sehr, sehr gut. Und beim Physischen, gerade als digitale Marke, hat man ja fast keine physischen Kontaktpunkte, ja. Und da ist es super wichtig oder positiv, wenn da einfach so aus dem Nichts heraus mal so eine kleine Goodiebox kommt, ja. Einfach so, also wird nicht angekündigt, die kommt dann einfach, ja. Und dann ist nochmal, gerade wenn es so ein bisschen länger dauert, ja, weil es ist ein schwieriger Prozess, da müssen viele Gewerke sauber ineinander gehen, ja. Also da, wo das Auto steht, der Händler, Reinigung, Prüfung, Auslieferung, da kann viel schief gehen, also es kann auch mal sein, dass es länger dauert, ja. Sowas hilft, weil dann haben die Leute Vertrauen, ah, okay, die sind real, die sind legitim, ja, das wird schon kommen, dann klingelt nicht sofort das Telefon und es heißt, wo ist mein Auto? Der nächste Punkt, vielleicht sehr kontrovers, aber in UX investieren ist gut, in Menschen investieren noch besser. Warum? Ich hoffe, das kann keiner sehen. Das ist Trustpilot-Bewertungen und links sind unsere Wettbewerber. Ich habe sie jetzt mal ausgeblurrt, damit keiner sieht, welche es sind. Der kleine Unterschied ist der, links werden die allermeisten Fragen nicht beantwortet, die negativen Kommentare.
Und Leute finden immer einen Weg, ihrem Ärger Luft zu machen. Und wir haben ein unglaublich tolles Customer Success Sales Team, die sich wirklich darum kümmern, die das auch mit Leidenschaft machen. Ja. Und ich habe dir auch mal seinen Namen drin gelassen, der Live, weil der wird live kluge. Eine wundervolle Arbeit. Die kümmern sich wirklich um die Leute, ja, die, wenn mal was schief geht, und natürlich geht immer irgendwo mal schief, die bleiben dran, bis es wieder gelöst ist. Ja. Daher auch dieser Satz, ne, der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Erfahrung ist, wie gut sich um die schlechte Erfahrung gekümmert wurde. Ja. Weil so, und ich konnte sie leider nicht nochmal reinpacken, aber es gibt dann auch nochmal Bewertungen, die waren zuerst schlecht und dann kommt nochmal, hey, danke, ihr habt wirklich das Problem gelöst, ihr seid da, ich vertraue euch, super, macht so weiter. Warum ist das wichtig? Es ist überraschend, aber je digitaler Technologien würden, je fortschrittlicher, ja, je weniger Kontakt man irgendwie hat, desto mehr wollen Menschen Kontakt mit echten Menschen haben. Ja. Vielleicht, jeder experimentiert mit Chatbots und sonst irgendwas alles, aber das sollte man nicht vergessen. Ja. Am Ende des Tages will man immer irgendwie, wenn es mal besonders schlecht läuft oder so, will man mit einem echten Menschen sprechen. Und das Wichtige ist, diese Leute tragen Gold in sich rum, ja. Die tragen, weil ich weiß nicht, wer von euch ist jeden Tag im Kontakt mit Kunden, hört sich das an, die sind es. Die haben einen Wissensschatz, das ist unglaublich. Ja? Und deshalb, einen funktionierenden Feedback-Prozess im Unternehmen, ja, ist der beste Garant, um Vertrauenskiller schnell zu... Rutscht irgendwas? Warte mal. Hier rutscht es runter. Hallo? Ach, jetzt wieder. Um solche Vertrauenskiller zu eliminieren, was bedeutet das? Der Kunde lädt natürlich sein positives, hoffentlich negatives ab beim Customer Service Manager und jemand muss sicherstellen, dass dieses Feedback im ganzen Unternehmen geteilt wird. Mit dem Product Team, um Bugs zu fixen. Mit Business Development, bei der Entwicklung oder Verbesserung neuer Services. Im Sales Team, damit die Kunden direkt darauf hinweisen können, sorry, wir haben hier ein Problem, bitte nicht sofort irgendwie zu Trustpilot gehen, wir kümmern uns darum, wir wissen es. Ja. Mit Marketing, damit solche Punkte natürlich in der Kommunikation, sei es in Blogs, in Foren oder sonst was adressiert werden können. Und natürlich nicht zuletzt mit externen Partnern, mit den Auslieferern zum Beispiel. Ganz wichtig, also die tragen wirklich Wissensgold in sich drin, das nur helfen kann. So, und der letzte Punkt, Vertrauen schaffen ist gut, zusammen Vertrauen schaffen ist noch besser. Schönes Beispiel von Xiaomi, dem Technologiehersteller, da dürfen Entwickler 20% ihrer Zeit im Kundenkontakt verbringen. Also die dürfen sich auf Blogs mit Spielern, mit Gamern austauschen, mit Leuten, die ihre Produkte nutzen. Also die werden wirklich dafür bezahlt, dass sie in irgendwelchen Blogs suchen, sagen, ah, okay, entweder was würdet ihr euch wünschen für Services, ja, oder was läuft nicht, ja. Und da ist die Frage, wie viel Zeit habt ihr alle zum Thema Customer Experience Management, ne? Wer macht's alles auf nur einer Slide-Ebene, aber wirklich mal runtergehen, sich mit den Leuten austauschen, sei es sich mal kurz zum Customer Success Team zu setzen und wirklich mal eine Stunde, zwei, drei zuzuhören, ja. Calls machen oder wirklich das auch im Monat einmal einen halben Tag oder einen Tag machen, kann ich nur empfehlen. Und deswegen, woran wir arbeiten, ist halt wirklich so ein Prozess, wo wir die gesamte Customer Journey mit abdecken und zwar sicherstellen, dass das Thema Vertrauen komplett gespielt wird über die ganze Journey. Ja? Und das fängt damit an, dass wir die Customer Journey natürlich was sonst nehmen, ja. Also wo wird die Marke gebildet? Was sind für Vertrauenskiller sozusagen, ja? Beim Thema Kundenakquise, Konvertierung, ja. Ich hatte kurz über dieses Volkswagen-Logo gesprochen, ne? Was kann man da machen, ja? Beim Thema Cross- und Upselling. Ich hatte gesagt, wir haben noch Versicherungen, Banken und so weiter, ja. Also viele, was passiert hier? Und natürlich auch hinten raus beim Thema Weiterempfehlungsbereitschaft, Loyalität, ja, also das alles abzudecken. Und gibt es eigentlich die zwei besten Möglichkeiten, und zwar einmal, wer es sich leisten kann, ja, natürlich ein dediziertes Customer Experience Team, ja, die wirklich von morgens bis abends qualitativ, quantitativ die ganze Journey tracken, ja, schauen, wo passiert was, wo sind Gain Points, wo sind Pain Points und das Wissen dann in die Teams reingeben, ja. Und was wir aber vor zweieinhalb Jahren angefangen haben, ist so ein Team Brand Excellence, und das ist wirklich, dass wir aus jedem dieser Teams immer einen rausziehen, ja? Und die treffen sich monatlich oder quartalsmäßig und tauschen sich aus. Tauschen sich aus, was läuft gut, was läuft schlecht, aber vielmehr auch zum Thema Synchronisierung, ja? Weil wenn jedes Silo, jede Abteilung vor sich hin kommuniziert, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn das, was am Anfang in der Werbung gesagt wird und das, was hinten gesagt wird, vollkommen unterschiedlich sind. Auch das Thema Ideation, ja, ich glaube, fast jeder dritte Vortrag heute war über das Thema Customer Experience Management. Das bedeutet,
mehr und mehr Leute sind dran. Ja, das würde die Messlatte für was ist eine gute Erfahrung, ja, wird eigentlich Woche für Woche gehoben. Ja, und da kann man nicht einfach sagen, hey, wir haben hier einen safen Prozess, der läuft und den muss man nie wieder anpacken, sondern den muss man immer wieder nachschrauben und nachjustieren. Deswegen war es das eigentlich schon. Kurze Zusammenfassung, also klare Aussagen, besser als Emotionalität, natürlich nur aus unserer Sicht, ne? Andere Industrie kann das ganz anders sein. Für uns, wir haben festgestellt, auf den Punkt, kurze Sätze, sagt den Leuten, worum es geht, funktioniert super. Vertraute Partner helfen bei der Konvertierung, also sich nicht schämen, so, hey, wir sind eine digitale, innovative Marke, können wir da jetzt das Logo irgendwie draufpacken? Macht es. Es hilft euch, Vertrauen zu gewinnen. Wartezeit aktiv nutzen, ist, glaube ich, einer der unterschätztesten Punkte. Ja? Also wirklich mal eine Karte oder ein Paket, sei es eine Mail, machen. Kundenservice ist genauso wichtig wie UX. Ich hatte ein schönes Zitat, das gesagt hat, von einem Gründer, der gesagt hat, das Kunden, dieses Service-Team muss eigentlich im Herzen des ganzen Unternehmens sitzen. Und von da aus muss das ganze sämtliche Geschäftsteile eigentlich gesteuert werden, weil das ist der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Ja. Und Vertrauen schaffen ist Teamarbeit. Schüttet das nicht irgendwem über, sondern das müsste sich eigentlich jeder jeden Tag sagen, jo, das ist auch meine Arbeit und wie kann ich das hier machen? So, und von hey, sage ich jetzt zu bei. Vielen Dank. Ich hoffe, es war informativ. Perfect. Thanks a lot again. And as usual, we do have a couple of minutes left. So who's the first with having a question? Question, any questions? I usually something happens once I leave the stage and just see if there's any hand raising up. No questions. Not open. The case. So I have one more question that I wrote actually is, what is the most significant drawback of selling cars online? The most significant drawback? Drawback, yeah. For us or for customers? For the customers. And you can obviously answer. Yeah, obviously. What actually, so it's a big challenge, for example, because obviously the physical thing. If you want to buy a secondhand car, obviously it's the test drive. Yeah. Mm. And as I said, you have to integrate a lot of partners. They have to nearly simultaneously work together with each other. So enable people to book a test drive online then, and this is obviously something that we want to give them, is very difficult. So people actually, obviously, they want to have a test drive, they want to get their hands on the car, and this is sometimes what prevents them from buying online, but this is something that is rather difficult to be established. So this is one thing, if you would ask me, like, what would be the one thing that, if I could, I would change it immediately, is offering digital online bookable test drives, yeah. Perfect, thanks a lot. My name is Emil. Deutsch oder Englisch? Was soll ich? Beides is okay. Okay, I'll speak in English. You mentioned all the way at the beginning returns. So my question is, sorry. You mentioned all the way at the beginning of your presentation returns. Yeah. Have you had a case where a customer wanted to return a car? Oh, never. Never? Yeah, obviously okay. You had. Okay. Well, can you maybe explain how you've made returns management possible in cars? Obviously by setting up a process, yeah. For that, by working together, so we work with external partners that deliver the car to them. Obviously, then they're also like able to pick it up, yeah. And then internally and also together with our stakeholders. And this is actually so we managed. Basically, the answer is we establish a process for that, yeah. But the funny thing is the reason why secondhand car industry is one of the last to be digitized, yeah, is actually because of those things, yeah. Because it's so difficult, yeah. Because you get a car in the TÜV, it said like there's a small scratch or dent. You say this is not a small scratch or dent, and then you have to like turn everything back. Yeah, and this is so difficult because so many parties have to be involved. Yeah, this is why it took us a while to digitalize that. Yeah, perfect. Thanks a lot. And one more question. Hi, I'm Cengiz. You focused a lot on pre-sales, right? So how do we deal with after sales? Are you also responsible for that? Or is someone else, a third party, taking care about that? So you mean in terms of like warranty, guarantee? Yes. No, unfortunately not yet. So this is obviously something when I talked about the whole one-stop shop, yeah? This is something that we want, yeah? But this is getting then even more difficult, yeah? Because then you have to obviously,
who are the dealers that you get in on board in your platform? Yeah, who do you, how do you sell the advertising? So do you, where do you send the cars to them, the customers? Yeah, so to get all this together, then also payment and something is something that's even more difficult. Yeah, and also with the OEMs. Yeah, for example, I bought a Volkswagen. Yeah, and then also the BMW OEM, whatever, makes me an offer. So to get all those things sorted out to make it a smooth process that's really benefiting the customer is very difficult. So unfortunately, right now, not.